Hallo meine Lieben, hier ist Mama Nadja und du bist auf dem Kanal für Baby- und Kleinkindentwicklung, Montessori-Erziehung und positive Disziplin. Für diejenigen, die es sehr eilig haben und gleich mit dem Video starten wollen, würde ich hier die Uhrzeit einblenden, so dass du direkt dahin gehen kannst. Für die anderen, die mit mir noch geblieben sind, möchte ich mich bei euch ganz herzlich bedanken. Dieser Kanal hat in letzter Zeit großen Meilenstein erreicht. Wir haben 10.000 Abonnenten. Und ich bin sehr dankbar, dass du mich unterstützt, dass du diesen Kanal unterstützt, dass du kommentierst, dass du diese Videos teilst und dass du einfach ein Teil von dieser Community bist. Letzte Woche in dem Community-Tab habe ich euch gefragt, welche Themen interessieren euch am meisten, welche Themen wollt ihr auf diesem Kanal sehen. Vielen Dank für eure Rückmeldungen, dafür, dass ihr euch geäußert habt. Leider musste ich feststellen, dass es ungefähr... Ich habe sogar ausgerechnet, 0,05% der Abonnenten abgestimmt haben, was natürlich nicht sehr repräsentativ ist. Ich bin sehr dankbar für diejenigen, die abgestimmt haben und die Zeit genommen haben. Und ich habe überlegt, vielleicht nicht jeder hat es gesehen oder übersehen. Deswegen würde ich gerne nochmal so eine Abfrage machen. Ich werde das auch ganz einfach gestalten, so dass ihr nur auf die bestimmten Schaltflächen klicken sollt, um eure Meinung zu äußern, welche Themen interessieren euch am meisten. Und ich würde mich sehr, sehr freuen über zahlreiche Rückmeldungen, so dass ich den Content entsprechend anpassen kann und für euch die Videos machen kann, die euch interessieren. Annabelle, Zähne putzen! Annabelle! Kennt ihr das? Ihr müsst morgens um die bestimmte Uhrzeit aus dem Haus gehen, aber die Kinder machen einfach nicht mit. Die lenken sich ab, die wollen nicht ins Bad gehen, die wollen lieber spielen, anstatt sich Zähne zu putzen. Oder abends, die wollen gar nicht ins Bett gehen, die wollen lieber noch ein weiteres Buch lesen, die wollen lieber noch ein bisschen spielen oder noch ein Glas Wasser trinken. Spätestens ab dem Kleinkindalter wird eine oder andere Familie Schwierigkeiten haben, das Kind rechtzeitig ins Bett zu bekommen oder morgens pünktlich aus dem Haus zu gehen. Heute zeige ich dir ein tolles Tool der positiven Disziplin, was in deinem täglichen Leben mit dem Kind äußerst hilfreich sein kann. Und zwar geht es hier um solche Routinekarten, die du gemeinsam mit deinem Kind erstellst und die später den Leitfaden für seine Morgen- oder Abendroutine sein werden. Hier habe ich die Fotos von Annabelle gemacht, wie sie ihre Morgenroutine macht. Wir haben jeden einzelnen Schritt gemacht, was sie normalerweise macht morgens. Ich habe die Fotos in dem gedruckt, laminiert und jetzt hat Annabelle eine Hilfestellung, wenn sie morgens ins Bad gehen muss. Wie du solche Karten erstellst, werde ich dir gleich erzählen. Aber zuerst möchte ich dir sagen, was ist eigentlich der Zweck dieser Routinekarten? Was bringt es dir? Und die Idee dahinten ist ganz einfach. Du als Mama bist nicht mehr der Chef des ganzen Prozesses. Du kannst dich einfach herausnehmen. Du musst nicht da wie heimgekopfter Mutter stehen und ständig sich mehrmals wiederholen und zigmal nachfragen, hast du die Zähne geputzt? Hast du die Socken angezogen? Hast du deinen Schulranzen gepackt? Das kennen wir alle, dass man manchmal mehrmals, zigmal alles wiederholen muss und das Kind daran erinnern muss. Das musst du jetzt alles nicht mehr. Der Chef ist jetzt diese Routinekarten. Anstatt dem Kind sich ständig zu erinnern, was er als nächstes zu tun hat, kannst du einfach sagen, oh, was machen wir als nächstes? Ich weiß es nicht. Guck mal nach. Und oft musst du nicht mal fragen, das Kind wird dir selber sagen, weil es als nächstes dran ist. Das Erstellen von solcher Routinehilfestellung ist ein tolles Training für Kinder, ihre Zeit- und Lebensmanagementfähigkeiten zu erlernen. Die Aufgabe der Eltern ist, dem Kind zu helfen, autark zu sein. Und wenn wir so eine Routine haben, kann das Kind einfach zu dieser Routinehilfestellung gehen, zu diesen Routinekarten gehen und unabhängig von uns entscheiden, was er als nächstes machen wird. Er kann die Verantwortung für seinen ganzen Prozess übernehmen. Das Kind wird sich sehr toll fühlen. Das macht ihnen richtig Spaß, hinzugehen, zu gucken, was als nächstes ist, das abzuhaken, was sie bereits gemacht haben. Das mögen sie, die fühlen sich kompetent und fähig. Und die kleinen Kinder, die lieben es, eine Routine an sich zu haben. Sie brauchen diesen Wiedererkennungswert, sie brauchen diese Sicherheit und sie wollen wissen, was als nächstes passiert. Und wenn sie das veranschaulichen können und das von Tag zu Tag erleben,
haben sie Sicherheit und sie haben dieses Geborgenheitsgefühl und sie wissen, was eigentlich morgens passiert oder was mit ihnen abends passiert. Weil die Kinder in diesem Alter zwischen ca. 12 oder 16 Monate bis 6 Jahre haben sehr starken Sinn für Ordnung. Sie brauchen diese Ordnung, sie brauchen äußere Ordnung, sie brauchen Zeitmanagement, also bestimmte Routinen sind sehr, sehr hilfreich. Deswegen kannst du das auch mit einem Kleinkind machen. Und ein toller Nebeneffekt ist, dass du als Mama kannst aufhören, ständig zu nörgeln, die Kinder immer daran zu erinnern, was sie als nächstes tun. Du kannst dich herausnehmen und deine Morgenroutine parallel machen. Ich hoffe, ich konnte dich überzeugen, so eine Routinehilfestellung mit deinem Kind zu erstellen und einfach schauen, wie sich dein Leben verändert. Und jetzt erzähle ich euch, wie genau du solche Karten erstellst. Als erstes musst du dir überlegen, was ist der Bereich, wo du wirklich Schwierigkeiten hast. Ist es eher morgens? Musst du morgens pünktlich aus dem Haus gehen und ihr habt immer Stress und du musst dich immer beeilen und das Kind ist zu langsam? Oder hast du eher Probleme abends? Abends will das Kind nicht ins Bett gehen, es sagt, dass es nicht müde sei und so weiter. Also es ist nicht hilfreich, gleichzeitig zwei Routinen zu implementieren. Am besten suchst du dir diejenige aus, wo du wirklich momentan Schwierigkeiten hast. Für uns war das die Morgenroutine, wir mussten pünktlich im Kindergarten sein und das war einfach die Zeit, wo meine Tochter ziemlich müde oder nicht kooperativ war. Und ich fand, diese Chart, diese Routinekarten haben uns enorm geholfen, dass wir einfach besser gelaunt und pünktlich wirklich aus dem Haus gehen. Also, du hast jetzt dir das ausgesucht, machst du es für morgen oder für den Abend. Als nächstes kommt die ganze Familie zusammen an einem Tisch. Vor allem, wenn dein Kind bereits verbal ist, wenn es ungefähr 3 Jahre alt ist, es kann sich bereits ausdrucken, kommst du zusammen mit deinem Kind an einem Tisch und er macht kleines Brainstorming. Ihr überlegt euch, was macht dein Kind normalerweise morgens, um aus dem Haus zu kommen. Du kannst auch das so sagen, weißt du was, ich habe gemerkt, wir haben morgens immer ziemlich viel Stress. Ich muss immer wieder schreien, du bist auch frustriert und wir kommen einfach schlecht gelaunt aus dem Haus und wir sind nie pünktlich. Lass uns überlegen, was können wir anders machen? Lass uns nach den Lösungen suchen. Wie können wir unseren Morgen ein bisschen besser gestalten? Wir überlegen uns einfach, was wir alles morgens machen müssen. Müssen wir uns anziehen? Müssen wir die Zähne putzen? Wir müssen vielleicht frühstücken. Ihr überlegt zusammen mit dem Kind und wie gesagt, wenn das verbales Kind ist, das liefert auch Ideen und egal welche Ideen das sind, auch wenn es sagt, ich muss erstmal mit dem Auto spielen oder ich möchte morgens unbedingt noch dieses Buch lesen, schreibt alles auf und wenn ihr eine Liste habt, dann überlegt ihr gemeinsam mit eurem Kind, dass wir diese Punkte, die wir jetzt haben, müssen wir in eine Ordnung bringen. Es muss einen bestimmten Ablauf sein. Lass uns überlegen, was wir als erstes machen. Ja, wir wachen auf und wir kuscheln zum Beispiel. Wir umarmen uns, wir begrüßen uns. Dann gehen wir ins Bad. Und so habt ihr bereits einen Ablauf zusammengestellt, gemeinsam mit eurem Kind. Es ist ganz wichtig, das gemeinsam zu machen, damit das Kind voll involviert ist in diesen ganzen Prozess. Wenn das ein Kleinkind ist, was noch nicht verbal ist, sitzt er auch an dem Tisch. Das versteht bestimmt einiges, was du mit deinem Partner besprichst. Es kann sich noch nicht so gut ausdrücken oder vielleicht kommunizieren, aber es muss auch dabei sein. Und du besprichst das einfach mit deinem Partner, ihr überlegt, was man alles machen muss, ihr schreibt das alles auf und ihr habt einen Ablauf. Und nachher könnt ihr natürlich entscheiden, in welcher Form er das darstellt, in welcher Form gestaltet er das. Wenn das ein älteres Kind ist, kann es die Sachen zum Beispiel skizzieren oder kleine Bilder malen, was es machen wird morgens oder abends. Noch ein älteres Kind, ja, wenn du ein Teenager hast, was auch Schwierigkeiten hat, kannst du das auch probieren. Das ist ein Tool für alle Kinder eigentlich, für alle Alter. Du kannst dem Kind vorschlagen, das zu schreiben vielleicht, ja, dass er einfach eine Liste schreibt, das Kind kann bereits schreiben. Wenn das ein ganz kleines Kind ist, ein Kleinkind, ist es toll, solche Bilder zu machen, wie wir das gemacht haben, weil das Kind kann das besser veranschaulichen. Das Kind sieht sich selbst, es freut sich auch selbst zu sehen und es ist total begeistert zu sehen, was
es eigentlich gemacht hat. Das heißt, du machst mit dem Kind alle Schritte, die du aufgeschrieben hast. An einem Morgen oder an einem Abend machst du die durch und machst die Fotos von dem Kind. Mach Spaß draus, ja? Sei kreativ, mach die Fotos. Ich habe die Fotos dann bei einem Drogeriemarkt ausdrucken lassen. Ich habe die laminiert. Hier oben habe ich noch so ein kleines Fensterchen draufgeklebt. Dort kann meine Tochter zum Beispiel abhaken. Ja? Wenn sie einen bestimmten Schritt erledigt hat, kannst du dann mit dem Marker das einfach abhaken. Und sie freut sich, ja? Und man hat wirklich ein Gefühl, man hat was erledigt. Man ist auch total selbstständig, autonom. Nicht abhängig von der Mama, man weiß eigentlich, was zu tun ist. Übrigens, diese Routinekarten muss man nicht vertikal anordnen, man kann die auch horizontal anordnen. Man kann die auch zum Beispiel an irgendein Korkbrett dran pinnen, ja. Oder man kann vielleicht die magnetisch gestalten oder mit einem Klettverschluss hinten versehen. Und natürlich kann man die Karten auch irgendwo bereits fertige Karten ausdrucken. Im Internet gibt es ganz viele, ich werde ein paar verlinken, aber ich finde trotzdem, wenn man die selber macht, wenn man den ganzen Prozess mit dem Kind zusammen macht, wenn man gemeinsam überlegt, was genau dieses konkrete Kind braucht, morgens oder abends und das quasi individuell macht, ist es viel besser, finde ich. Auch für das Kind ist es, hat anderen Wert als die Karten, die man einfach ausdruckt. Aber wenn man wirklich keine Zeit hat, kann man natürlich mit den fertigen Karten probieren, ist ja kein Problem, ja. Wenn du keine Zeit hast, diese Sachen zu machen, verstehe ich, druck das einfach aus und probier das mal aus, wie das bei deinem Kind ankommt. Und ich empfehle, das dort aufzuhängen, wo man die meisten Schwierigkeiten hat. Für uns ist es zum Beispiel das Bad, ja, die Annabelle hat sich immer wieder ablenken lassen und hat zwischendurch immer wieder gespielt oder wieder rausgegangen aus dem Bad, wieder reingegangen, wieder in ihr Zimmer gegangen, ein Buch geschnappt und so weiter. Das hat ewig gedauert, unsere Morgenroutine. Aber jetzt mit dieser Hilfestellung kann sie das genau sehen, was als nächstes ist. Es ist wie ein Spiel für sie eigentlich, ja. Die mag es dann einfach abzuhaken und es geht einfach viel schneller. Und wie ich bereits erwähnt habe, muss ich nicht ständig nörgeln und wiederholen und wie eine gebrochene Schallplatte klingen. Und wenn du abends Probleme hast, abends Schwierigkeiten hast, empfehle ich eher so ein, vielleicht die Fotos, wenn das Kleinkind ist, ja, die Fotos zu drucken und in so ein Buch zusammenzustellen, so ein Fotobuch, was das Kind quasi, bevor es ins Bett geht oder bevor mit der Routine anfängt, einfach ein bisschen durchblättern kann und nachschauen kann, was das alles machen soll. Also meine Tochter, als sie ganz klein war, sie hat dieses Buch geliebt. Das haben wir jeden Abend gelesen, ja, da sind eigentlich nur Bilder. Es geht hier um ein kleines Bärchen, was seine Routine hat, was er abends alles so machen muss, ja. Abendessen, Zähne putzen, sich ausziehen, baden, sich Pyjama anziehen, das Spielzeug wegräumen und so weiter. Sie hat es geliebt und hätte ich damals dieses Fotobuch erstellt, mit den Fotos von ihr, was sie alles macht, ja. Ich glaube, das hätte sie noch mehr interessiert, weil das wären die Fotos von ihr. Und die Kinder lieben einfach, sich selbst anzugucken. Und das hilft wirklich, diesen ganzen Prozess etwas kompakter zu gestalten. Das Kind hat wirklich Spaß, diese Aufgaben zu erledigen. Und du kannst in dieser Zeit auch deine Sachen machen. Also probiert das mal aus. Das ist ein tolles Tool von der positiven Disziplin. Wenn du mehr erfahren möchtest, was genau positive Disziplin ist, würde ich auch ein Video dazu machen. Schreib mir einfach in die Kommentare. Wenn dir das Video gefallen hat, drück mir den Daumen hoch, abonniere meinen Kanal und wir sehen uns nächste Woche. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute. Tschüss! Anna!